Hallo, heute geht's mal wieder um das Thema Gesundheit. Und das finde ich ja das Tolle an YouTube. Man bekommt von außerhalb auch schon mal Tipps. Also ich werde ganz oft von Frauen angeschrieben. Michaela, kannst du mal bitte einen Film darüber drehen oder darüber? Da habe ich eine neue Creme gesehen, die ist aber so teuer. Magst du die mal testen? Und so komme ich zu Produktempfehlungen, auf die ich selbst vielleicht gar nicht gekommen wäre. Und eine dieser Produktempfehlungen ist Gerstengraspulver. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild und macht Lust auf diese ganze Geschichte. Und jetzt zeige ich euch mal, was dieses Gerstengraspulver können soll. Sage ich jetzt, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Da könnt ihr mal Standbild machen und ein wenig lesen, was ist Gerstengraspulver, wofür ist das gut. Was kann das? Das soll sehr, sehr viele Vitamine und Nährstoffe haben und vor allen Dingen, was für mich spannend ist, es entsäuert den Körper. Also ich denke mal, dass mein Körper tüchtig übersäuert ist und da wollte ich seit langem schon mal was gegen tun, so eine basische Ernährung oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das wurde mir jetzt in die Hand gedrückt. Michaela, probier das doch mal aus und das mache ich jetzt für euch die nächsten Wochen. Um euch mal zu zeigen, wie liebevoll der Produzent mit seinem Produkt umgeht, habe ich den Karton nochmal so eingepackt, wie er war, weil das hat mich völlig begeistert. Also ihr wisst, wenn ihr von mir ein Päckchen, von Make-up Coach ein Päckchen bekommt, da könnt ihr euch drauf freuen, weil da sind parfümierte Rosenblätter, das ist in Organza-Säckchen verpackt, da sind Sprüche drin, Postkarten, das ist also auch sehr, sehr liebevoll gemacht. Dann gebe ich sehr, sehr viel Obacht drüber, dass das auch so für euch eingepackt wird und denkt mir auch immer wieder was Neues aus. Aber dieses Päckchen, das hat mich glatt vom Hocker gerissen. So kam das an. Eins habe ich schon ausgepackt, wollte jetzt nicht wieder einpacken, nämlich ein kleines Marmeladengläschen als Giveaway schön in diesem, wie heißt es, Seidenpapier eingepackt. Das sind zwei Briefe mit der Erklärung, was dieses Produkt kann. Und mit noch jeweils einer Produktprobe, wahrscheinlich zum Weitergeben, werde ich dann auch gerne tun. Das ist das eigentliche Produkt in Seidenpapier eingepackt mit einem Herzsticker drauf. Ist es nicht schön? So, und das Ganze liegt eingebettet in Stroh. Und ich finde, das passt super gut zum Thema und das ist mit so viel Herzblut gemacht. Das hat mich total begeistert. Das, was gerade runtergefallen ist, heben wir mal auf. Noch so ein Brief mit einer Kordel verpackt. Ich meine, da muss man sich mal überlegen, was das alleine für eine Mühe macht, so ein Päckchen zu packen. Das ist ja, als wenn man das einer Freundin schenkt oder schickt. Dann sind hier nochmal zwei Briefe drin. Einmal der Schlüssel der Gesundheit und noch was dazu geschrieben. Und zum anderen eine Quizkarte. Also das ist sehr, sehr emotional aufgebaut und soll auch ein bisschen, ja, einfach Freude und Spaß machen. So, das zeige ich euch auch nochmal gerade, was hier drin war. Ich habe es aufgemacht. Hätte ich gewusst, was drin war, hätte ich es zugelassen, weil das nochmal dasselbe Schreiben, was als Begleitung im Paket lag. Und dann eine Probe von diesem Pulver. Das mag ich dann gerne weitergeben. Finde ich eine nette Idee. Dann kam, wie gesagt, die Anleitung nochmal. Die Geschichte von dem Produzenten, Hersteller, Vertreiber, wie auch immer, was das selber in ihm bewirkt hat. Er hat damit abgenommen und war dadurch in der Lage, auf einige Tabletten verzichten zu können und ist heute frisch und fit und fühlt sich mega gut. Dann packen wir das mal aus dem Seidenpapier aus. Das ist jetzt ein Beutel mit 500 Gramm von diesem Gerstengraspulver. Man soll in den ersten beiden Wochen jeweils zwei gut gehäufte Teelöffel zu sich nehmen, indem man das in irgendwelchen Getränken verrührt. Kann man in stillem Wasser machen oder in Saft. Muss ich mal ausprobieren, wie mir das am besten schmeckt. Ich mache solche Sachen meistens in wenig Wasser, um das schnell runterzukriegen. Weil zu Anfang soll das nicht so lecker schmecken. Wenn man übersäuert ist, dann wehrt sich der Körper, weil das holt ja Giftstoffe raus. Und der Körper sagt, kenne ich nicht. Muss das sein und aus diesem Grund schmeckt das vielleicht die erste Zeit nicht gut. Darauf bin ich also vorbereitet. Aber ich finde, man muss auch mal Dinge machen, die jetzt nicht nach Schokolade schmecken, wenn sie dem Körper gut tun. Nahrungsergänzung, muss das überhaupt sein? Höre ich dann viele Fragen. Das ist ja alles Quatsch und so. Das hat doch jeder selber in der Hand. Diejenigen, die sagen, Nahrungsergänzung ist Quatsch, sind meistens die, die für mehr als 5 Euro ein Päckchen Zigaretten kaufen. Und da wird Geld ausgegeben, da wird überhaupt nicht nachgedacht. Also für ungesund
Gesundheit pulvert man Geld raus. Für Gesundheit ist man vielleicht ein bisschen knickrig. Aber wie gesagt, da darf jeder in der Eigenverantwortung handeln. Und ich probiere das jetzt nun mal für euch aus. Das heißt, ich werde mich eventuell schon mal zwischendurch melden, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall dann aber nach 4 Wochen, um mein Testergebnis bekannt zu geben, mitzuteilen. Was hat das gebracht? Wirklich diesen Energieschub, so wie das versprochen wird. Das Tolle finde ich, irgendwo steht hier drin, wenn man nicht zufrieden war, nach 4 Wochen regelmäßige Einnahme, das ist, setzt das Ganze voraus natürlich, dann bekommt man sogar das Geld zurück. Das heißt, man geht hier noch nicht mal ein Risiko ein. Das ist für mich ein Zeichen, dass der Produzent da komplett von überzeugt ist. Ich bin davon überzeugt, dass der seine Produkte liebt, weil sonst würde man das nicht so liebevoll an den Nächsten weitergeben. Und vielleicht kann ich genauso liebevoll dann das Ergebnis an euch weitergeben. Ich bin, wie gesagt, selbst gespannt und werde dann berichten, was auch dieser Test dann für euch an Neuigkeiten bringen kann. Vielleicht kennt ihr das ja schon. Vielleicht hat der ein oder andere schon super Erfahrungen damit gemacht und mag das mal unten in die Kommentare hineinschreiben. Bis bald in diesem Sinne. Ich bin mal gespannt. Tschüss!